Punkt Nummer zwei ist, es kann zur Gewohnheit werden. Das heißt, einmal angefixt, kann es halt sein, dass du im Endeffekt jeden Abend da liegst und für 3 Stunden nichts anderes machst. Stattdessen könntest du auch eine coole Abendroutine haben. Torben, that's awesome, man. Torben, you teaching people like crazy. Hey, Torben Fletcher, Grant Cardone here, and I cannot wait to speak with you live. Wickst du? Ich wickse? Nein, Mann. Denn ich bin selber seit über 2 Jahren in der No-Fab-Challenge. Was bedeutet No-Fab? No-Fab bedeutet keine Selbstbefriedigung. Eigentlich total easy. Ich kenne viele Leute, Freunde von mir, ja, man kennt's, die wirklich viel Zeit damit verbringen, tatsächlich abends im Bett zu liegen und ewig mit Mädels zu schreiben, damit sie irgendwie noch ein Bild bekommen, ja, oder sich ewig irgendwie ein Setup aufbauen, um Pornos zu gucken. Ich habe bei Montana Black mal gesehen, dass er tatsächlich irgendwie eine halbe Stunde nachts sein Setup aufbaut, hat er im Stream erzählt, auf allen 3 Monitoren, um halt die optimale Vorlage zu finden und so weiter. Also man nimmt auf der einen Seite sehr viel Zeit, ja, um sich selbst zu befriedigen. Und ich werde euch in diesem Video vor allem aber auch 3 Punkte geben, die sehr kritisch sind, warum man es nicht machen sollte. Und ich habe selber gemerkt, seit ich es nicht mehr mache, 2 Jahre, dass ich viel, viel mehr Energie habe für meinen Alltag. Also ich das wirklich geschafft habe, diese Energie umzuwandeln. Und merke auch, wenn ich mit Leuten unterwegs bin, die sehr, sehr oft wichsen, ja, oder die sich immer einen von der Palme schleudern oder was man noch so sagen kann, die einfach immer träger sind. Ja, die immer träger sind und immer nicht diesen Drive haben. Ja, wer meine Stories verfolgt, kennt vielleicht auch den einen oder anderen aus meinen Stories, der immer so ein bisschen träger unterwegs ist, ohne da jetzt irgendwelche Unterstellungen zu haben. No front! Aber an dieser Stelle wirklich jetzt mal 3 Punkte, warum man NoFap definitiv für sich mal ausprobieren sollte. Punkt Nummer 1 sind unrealistische Vorstellung. Schau mal, das Ding ist, gerade wenn du dir nicht irgendwie Bilder von Mädels holst, ja, und mit denen jetzt ewig abends am Chatten bist, das ist schon mal mega Time Waste, ja, dann irgendwie, ah, komm doch auf Snapchat und dann schickst du ein Bild von dir und dann der Smalltalk und dann schicken sie ein Bild vom Dekolleté, aber du willst mehr und dann schreibst du und dann 1 Stunde, 2, 3. Unrealistische Vorstellung, vor allen Dingen dann, wenn du halt Pornos guckst. Ja, sind wir mal ehrlich, Pornos sind nicht real. Okay, du siehst Körper, die es so im realen Leben ohne plastische Chirurgie nicht gibt. Ja, du siehst sehr, sehr viel Fake. Ja, es werden Penispumpen verwendet, es wird Fake-Sperma verwendet und so weiter. Das heißt, das, was du im Pornos siehst, wird niemals in der Realität passieren. Ja, und jetzt kann es sein, dass wenn du wirklich mal ein Mädel mitnimmst, du im Endeffekt komplett enttäuscht bist, weil du so denkst, hey, wo sind die Doppel-D-Dinger? Wieso macht sie nicht die Dinge, die die Frau im Porno gemacht hat? Ja, warum kann sie das alles nicht, diese verschiedenen Stellungen, Dehnungen und so weiter? Das heißt, unrealistische Erwartungshaltung, die dazu führt, dass du womöglich beim realen Sex enttäuscht bist. Punkt Nummer 2 ist, ich habe es schon angesprochen, es kann zur Gewohnheit werden. Das heißt, einmal angefixt, kann es halt sein, dass du im Endeffekt jeden Abend da liegst und für 3 Stunden nichts anderes machst, ja, oder dein Prozess jeden Tag 1 Stunde geht und sich diese Gewohnheit bei dir implementiert. Stattdessen könntest du auch eine coole Abendroutine haben, ja, wie ich zum Beispiel in meinem Morning-Abendroutine-Video angesprochen habe, und abends Content konsumieren. Du könntest deine To-Dos schreiben, Aktionslisten machen und so weiter. Also du könntest was tun, was dich nach vorne bringt, anstatt etwas tun, was dir eigentlich nur Energie nimmt. Ja, also Vorsicht bei der Selbstbefriedigung, denn bei vielen Leuten wird es zur Gewohnheit. Ich kenne sogar Leute, die machen das 3-4 Mal am Tag. Also da ist diese Gewohnheit schon eine richtige Sucht geworden. Ja, komm nach Hause und erstmal ins Badezimmer. Ja, und abends vorm Essen gehen erstmal noch schnell ins Badezimmer und dann nochmal abends. Also wenn das sozusagen deinen Alltag bestimmt, ist es schlecht. Und Punkt Nummer 3, und das ist eigentlich für mich der allergrößte, ist das Thema Motivation. Und zwar nicht nur sexuelle Transmutation, das heißt, dass du jetzt mehr Motivation für andere Dinge hast, sondern überleg mal, wir Männer machen vieles, wenn man es wirklich mal runterbricht, für Frauen. Viele Dinge von uns sind motiviert, um dem anderen Geschlecht zu gefallen. Unsere Pflege, ins Gym zu gehen, fit zu bleiben, Energie zu haben, vielleicht sogar gesunde Ernährung, vielleicht sogar unser Business, um erfolgreich zu sein, ja, weil man einen bestimmten Status haben will, weil man vielleicht der Familie was bieten möchte und so weiter. Also vieles von dem, was wir tun, machen wir, um dem anderen Geschlecht zu gefallen. Wenn du jetzt aber ein Wichser bist, ja, der sozusagen für das andere Geschlecht oder das andere Geschlecht nicht mehr unbedingt benötigt, um befriedigt zu werden, dann droppt diese Motivation.
Ja, wenn du es jetzt nicht mehr machst und du weißt, okay, du bekommst nur dann diese Befriedigung, wenn du jetzt eine Frau eroberst, ja, wenn du die Frau mit nach Hause nimmst, wenn du mit der Frau zusammenkommst und so weiter, dann stecken wir mehr Zeit und Energie wieder in diese Dinge, die dazu führen, dass wir die Frau bekommen, anstatt zu sagen, hey, ist doch völlig egal, ich kann mich ja gehen lassen, ich habe mein Handy, ich habe meinen Computer, ich suche mir einfach einen geilen Porno raus und habe die Befriedigung eben auch. Das war vielleicht an dieser Stelle mal ein etwas anderes Video und vielleicht sagt der eine oder andere auch, hey, ich habe mich einfach schlapp gelacht. Aber jetzt mal Spaß beiseite, probier es wirklich mal aus. Ich kenne wirklich viele Leute und ich gehörte früher sicherlich auch dazu, die echt ein Problem mittlerweile haben, was das Ganze angeht, weil sie eben so addicted sind, weil sie wirklich süchtig danach sind. Und ich kann jetzt nicht wissenschaftlich sprechen und ich bin auch sicher, dass das, was in Napoleon's Hill Denke nach und werde reich in dem Buch steht, nicht unbedingt der Wissenschaft entspricht. Ja, du kannst das Ganze selber mal googeln. Es gibt solche Meinungen und solche Meinungen. Aber das Beste, was du machen kannst, ist es selber mal zu testen. Deshalb würde ich an dieser Stelle mal eine Challenge ins Leben rufen, okay? Und zwar 14 Tage NoFap. Denn ich schwöre dir, wenn du es 14 Tage lang ausprobierst, wirst du bei dir schon merken, oder zumindest habe ich es gemerkt, dass ich mehr Energie hatte, ja, dass ich mich besser fühlte, dass ich motivierter war. Deshalb schreib mal in die Kommentare NoFap, wenn du entweder schon NoFap bist oder diese Challenge wirklich mal an dieser Stelle mitmachst. Und ich bin sehr gespannt, was nach 14 Tagen deine Resultate sind. Ansonsten gibt es auf diesem Kanal jeden Donnerstag und jeden Sonntag um 18 Uhr ein neues Video. Selten ja, über das Thema Wichsen, meistens über Business, Social Media und Branding. Aber heute mal, um euch eine kleine Motivationsspritze zu geben. Oh Gott, das sind so viele Möglichkeiten, um dieses Video peinlich zu gestalten. In 2020 reinzustarten. Ich würde mich freuen, wenn du diesem Video einen Like da lässt. Und gerne auch einen Kommentar, aber die kommen wahrscheinlich nach dem Video sowieso.